Ich glaube, ich baue das jetzt nicht fertig, ey. Das ist mir jetzt zu viel. Sag mal, überall ist Platz, du baust auf mein GS, baust die scheiß Statue, wo eigentlich jetzt die nächste Statue von mir hinkommen sollte. Ja, das wusste ich nicht. Sag mal, hast du das Schild hier abgebaut? Hier hat ein Schild gestanden, Rieze. Hey, vorhin stand hier kein Schild mehr. Ich hab das nicht abgebaut. Vor allem, wer soll das hier sehen? Wer soll... Naja, ich mein, wo soll er sonst hin? Warte mal, ist das hier Karl-Heinz Weiz in dem Rahmen? Ja. Nein, das ist nicht der... ernsthaft vertrocknen? Nein, das ist nicht der echte, das ist ein Fake. Du lässt Karl-Heinz Weiz, du Weizendubel vertrocknen? Nein. Er braucht Wasser. Okay. Ab mit dir, du bist frei. Du bist frei. Hier, der Rahmen ist auch frei. Los, schwimmt weg. Ich glaube nicht, dass es denen da unten besser geht. Aber ich schwimme am Friedhof, ist auch was Schönes. Ja. Da wollen sie hin, ey. Ach, nee. Naja. Jedenfalls, Hast du dich gerade etwa über die beiden lustig? Nein, ich hab nur gesagt. Ich sag's dir, wo die es gut gehen. Die kommen jetzt in Streets Höhle hier. Was? Die ganze Statue? Ach so, ne, die Items. Okay. Ja, okay. Schönes Aquarium, ne? Vor allem das Ding ist halt auch sick. Ich will, dass du zum Ende des Projektes, ich will, dass du es jetzt langsam mal tust. Komm her. Was? Ich weiß, du dich endlich mal um dein Haus hier kümmerst, was ich dir gebaut habe. Was soll ich denn da machen? Du warst da fast nie drin, ne? Ja, doch. Du hast da oben nie zu Ende gebaut. Doch, guck mal, hier Thüringer Klöße. Ja, hier die ganzen Schilder sollen weg. Na, hier gab's halt einen kleinen Kochunfall, ja. Ja, sollst du alles weg, Mann. Zick, das machst du jetzt weg. Ja, mach aber hier oben hab ich doch fertig, ne? Gebaut. Ich esse Karl-Heinz immer im Hardcore. Ach ja, ne? Karl-Heinz Weizen. Zick, und außerdem hat Karl-Heinz Weizen hier eine extra Statue bekommen. Was soll da? Ein extra Aquarium bekommen. Ja. Ich frag mich, was das hier soll. Und da schwimmt sogar ein anderer Fisch drin. Hä? Was macht denn der hier, Alter? Hä, welcher Fisch? Hier schwimmt ein Fisch rum. Hä? Ich glaube, der will Stress. Ich glaube, der ist... Das sieht da nicht so aus. Der ist hier gespawnt irgendwie. Vor allem das Obsidian hier, ey. Ja, weißt du, wovon es noch kommt? Ich habe hier mal Lava gesetzt, warum auch immer. Ach du Scheiße. Guck mal, wie schön. Du musst kein Zweizen loslassen. Ja. Hey, was ist das hier eigentlich? Das ist meine Insta-Challenge mit dem Wasser. Weißt du noch? Nein, bitte nicht. Das ist original im Voidkeller passiert. Du musst kein Zweizen endlich loslassen. Es geht nicht anders. Doch, geht anders. Ich habe keinen Bock, dass der stirbt da drinnen. Der stirbt da drinnen. Ich mach keinen Zweizen da rein, Sig. Du musst loslassen. Nein, ich kann nicht loslassen. Da braucht seinen Eimer, weißt du, weil das ist so ein... Da ist so Sieg. Abhängig von dem Eimer. Sig, du musst es tun. Ich hab den gar nicht bei mir. Dann holst du ihn dir. Ich weiß, wie wir das jetzt machen. Da liegt ein Fake, guck mal. Ich weiß, wie wir es jetzt machen. Hol ihn. Okay. Ich will den erst sehen, hast du, musst ihn da reinmachen. Du musst dich dafür kümmern. Nein, ich will den nicht da rein haben. Bitte. Es ist aber die einzigste Chance. Du wirst den töten sofort, wenn ich den setze. Nein! Na klar. Nein! Nein! Wieso Keep Inventory ist aus? Ey! Wieso hat dieser Geisteskranke jetzt meinen Fisch? Ja, ich hab gar keinen Zweizen, endlich! Nein! Bitte nicht! Oh nein, du hast mir alles genommen, was ich in dem Projekt noch hatte, ey. Hä? Liegt der noch? Oh nein, wieso hab ich den da rausgenommen? Ich will den Fisch wieder. Ich hab doch das Sorgerecht. Drop den. Nein. Hä? Warum hast du... Ich hab mit dir das ausgetauscht. Karl-Heinz ist jetzt ein anderer Chest, dem geht's da besser. Hä, nein. Neben den ganzen Dia-Blöcken. Du bekommst da 4-5 Dias. Die kannst du dir sonst wohin stecken. Das ist eine gute Bezahlung, das war jetzt ein guter Tausch, fand ich. Nee, der Karl-Heinz Weizen ist unbezahlbar. Ich esse. Das einzige Sorgerecht hat er nur für den Pixel auf seiner Stirn. Was ein Asier, der
der Typ stellt die Game Rule um. Junge, was ein Spaß, gib ihm den Fisch. Nee. Es geht hier um. Es ist hier Heiligtum. Na hallo, meins ist das, mein Heiligtum. Ich hab den erschaffen. Ich hab keinen zweiten Fisch gefunden. Ich hab ihn dir gezeigt. Du hast mir einfach vor der Nacht hast du mir ihn geklaut. Hä? Ich hab den Fisch gefunden, du hast ihn mir geklaut. Ich hab ihn eigentlich kennengelernt. Du hast ihm nur den Namen. Der hier eigentlich. Herr Gugulin. Hä, ich hab den doch selber gefischt, den Fisch. Hast du nicht? Wir waren live dabei, ich hab immer noch die Folge, die heißt Karl-Heinz Weizen. Ja, nee. Karl-Heinz Weizen, guck mal, wie gut das ist bei mir, der hat sogar eine eigene Folge bekommen. Der ist Stammgast auf meinem Kanal. Das hat nichts zu heißen, bei mir ist er einfach der Ehrenmann, ja. Guck mal hier, dafür kannst du den hier haben, der ist genauso gleich wie Karl-Heinz Weizen. Das ist Karl-Heinz Chicken, grad mal. Der gammelt schon seit keine Ahnung wann in diesem Loch hier rum. Aber Karl-Heinz Weizen und Chicken waren mal zusammen in dem Loch, weißt du noch? Da haben sie ja, sich gepaart. Aber Karl-Heinz Chicken ist doch irgendwann... ist ja fast ersoffen. Ja. Auch Karl-Heinz Chicken, der arme Mann. Ja. Der ist nur so die Nummer 2 hinter von den beiden, von den Karl-Heinz-Brüdern. Ja, deswegen, der ist nicht so viel wert. Ja. Ich will, dass du... Wir tauschen jetzt, weil immer war Karl-Heinz Chicken in meinem Besitz. Du kommst jetzt kein Chicken, das Sorgerecht, ich bekomme das Sorgerecht für Karl-Heinz Weizen. Das ist kein Tausch. Es ist ein guter Tausch. Karl-Heinz Chicken ist viel mehr wert. Da liegt sogar Eier. Was macht Karl-Heinz Weizen den ganzen Tag? Er schwimmt in seinem Eimer rum und macht die ganze Zeit die Ender-Chest voll mit Wasser, weil der ganze Zeit rumplanscht. Das ist doch scheiße. Ne, scheiß da den ganzen Eimer zu. Dann gib mir doch, weißt du, da hast du die Arbeit nicht. Junge, guck mal, das zeigt auch schon, es geht hier ums Prinzip, guck mal, Karl-Heinz Chicken scheißt dein Loch zu, okay, kann man machen, aber Karl-Heinz Weizen scheißt den ganzen Eimer zu, da wo er selber drin wohnt, was ein Depp. Naja, deswegen gib mir, so, weißt du, da braucht einfach die Zuwendung von mir. Es geht nicht anders. Wenn du ein Minecraft-Projekt, ein Tiny-Projekt machst, was... Das nächste 30-Tage-Projekt nach Minecraft Redstone hier. Wie ein 30-Tage-Projekt? Soll ich machen? Das nächste 30-Tage-Projekt, was am... wann ist der 1. Juli? 1. Juli. Ah, was ist der? Welcher Tag? Montag. Da startet dann das nächste 30-Tage-Projekt. Ich dachte, da kommt das mal gar keins. Ja, ich hab's mir rumentschieden. Und zwar, du machst dann das nächste Projekt bis dahin. Ich habe jetzt extra keinen Flat mehr aufgenommen. Oh, ey. Ich muss eine eigene Idee machen. Ich dachte, wir haben jetzt länger Zeit für Flat. Da fällt mir gerade auf, Sig, du hast ja noch was gut bei mir. Willst du es jetzt einmachen? Ja, ich will einlösen, dass Minecraft Flat noch länger geht und ich mich nicht darum kümmern muss, um das andere. Okay, aber dafür, du hast jetzt eingelöst, da kein Zweifel, komm jetzt nicht.